Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Game Collector und ich habe ja vor kurzem schon den City High vorgestellt in 4K mit Arnold Schwarzenegger und jetzt geht es weiter mit Brad Pitt und zwar Bullet Train. Der Trailer war damals schon ziemlich skurril, hat schon geil ausgeschaut. Es geht hier um ja nicht Serienkiller, sondern es geht hier um Auftragskiller, die sich alle in einem Zug versammeln und da gibt es dann sozusagen, möchte ich mir fast behaupten, ein schönes Gemetzel. Ich habe den Film persönlich jetzt nicht im Kino gesehen, deswegen bin ich da auf den Film sehr gespannt. Hier im 4K-Steelbook von Sony Pictures, aber ich ahne Schlimmes, dass das nicht unbedingt von der Verarbeitung her top sein wird. Aber ich habe es mir trotzdem im 4K geholt, weil es preislich noch einigermaßen akzeptabel war. So schaut das Ganze aus von der Front. Wir gucken uns natürlich alles an. Es ist übrigens hier das zweite Steelbook, was ich bereits hier habe, weil das erste war mal wieder kaputt. Ich habe hinten eine schöne Delle drin und das habe ich absolut nicht akzeptiert. Ich hoffe, dass das jetzt hier in Ordnung ist. Und was mich dann schon gleich mal wieder getriggert hat, die Disc flackte mal natürlich mal wieder in der Hülle herum. Und das hat mich auch angekotzt, diesen FSK-Flatschen, den machen wir mal gleich runter. Da denke ich mir auch, wie blöd kann man sein, dass man diesen FSK-Flatschen hier direkt aufs Steelbook klatscht. Und dann geht das noch so aggressiv runter. Schauen wir uns erstmal die technischen Informationen an. Dolby Vision haben wir mit an Bord. Wir haben natürlich wieder die schlechte Tonspur. Ich verstehe nicht, warum Sony das nicht auf die Reihe bekommt, uns auch mal eine Dolby Atmos Tonspur zu geben. Das verstehe ich nicht. Warum macht man sowas? Genau, Dolby Atmos, Dolby Vision haben wir mit an Bord. Muss man nicht verstehen, oder? Das ist wieder typisch Sony. Ja, hier ist alles in Ordnung. Nehmen wir es mal zur Seite. Wie gesagt, Infoblatt. So, haben wir hier das Frontmotiv. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier matt. Von der Seite. Und dann haben wir hier die Rückseite. Ja, kann man machen. Schaut nicht schlecht aus. Genau. Ah, ja. Wie ich es gesagt habe, die Delle ist hier auch wieder vorhanden, scheinbar mal wieder ein Produktionsfehler. Das ist genau jetzt hier, aber gut, das lasse ich jetzt, weil ich habe keinen Bock, dass ich das nochmal zurückschicke. Es ist ärgerlich, es ist halt wieder typisch Amazon, aber gut, was willst du machen? Stört mich jetzt persönlich nicht so, die ist jetzt nicht so stark, aber die andere war da schon wesentlich stärker. Lassen wir jetzt einfach so, ist jetzt mal egal. So, die Discs sind schon mal sehr schön gestaltet, der Innendruck ist natürlich mal wieder für die Tonne. In England ist scheinbar eine deutsche Tonspur auch mit drauf, wenn wir hier die englischen FSK-Logos drauf haben. Genau, wir Brad Pitt. Ja, die Disc hat hier auch schon wieder sich gelöst, die normale Blu-ray. Der Innendruck, okay, der geht. Da haben wir hier so ein Samurai-Schwert, was hier so, ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Soll vielleicht irgendwie die Geschwindigkeit des Zuges zeigen. Ihr kennt doch das. Da werden doch gerne so Fotos gezeigt, wie man schnell rennt, dass man dann hier solche Umrandungen macht. Ja, schaut nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, ein Szenenfoto hätte ich mir da eher gewünscht. Es ist eher ein ernüchterndes Steelbook. So schaut das Ganze aus. Steelbook ist massiv, es ist nicht labbrig, das ist schon mal gut. Wie gesagt, diese kleine Delle, die stört mich jetzt persönlich dann doch nicht. Da war die andere schon wesentlich schlimmer. Sein soll es trotzdem nicht, aber ist es halt so, ich kann nichts ändern daran. Ich könnte ihn jetzt nochmal zurückschicken, dann müsste ich nochmal neu bestellen, weil es geht halt nur einmal. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, es ist verschmerzbar. Ihr könnt zwar in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film im Kino gesehen habt, wie er euch gefallen hat, aber er könnte auf jeden Fall sehr spaßig sein. Ich freue mich drauf, wenn ich ehrlich bin, weil der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, würde ich mich darüber freuen. Ja, dann sind wir mit dem Video schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.